Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und natürlich ganz einfache Informationen erstmal am Anfang für euch. Am Dienstag bin ich wieder live am Start, Leute. Dienstag 16.30 Uhr, seid gerne auch mit dabei. Es wird wild. Wir haben da die komplette TOTS-Eskalation. Wir gehen rein in alle möglichen Packs, die dann da sind. Ich werde auch gut FIFA-Points nochmal aufladen, Leute. Da wird es sich auf jeden Fall lohnen, reinzuschauen, Leute. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Schön ein paar Packs ausgeben, alles Mögliche. Es gibt nämlich jetzt auch so viele Vergünstigungen von FIFA-Points und so. Habt ihr wahrscheinlich auch alles schon gesehen. Aber ey, das lohnt sich, wenn man Geld ausgeben möchte. Was man eigentlich nicht sollte, habe ich euch ja schon oft gesagt. Dann ist jetzt die beste Chance, dies zu tun. Und jetzt gibt es auch gerade die besten Packs, um dies zu tun, würde ich einfach mal so behaupten. Genau, aber wie schon gesagt, Leute, wenn ihr es nicht müsst, dann macht es nicht, müsst, wollt, was auch immer, keine Ahnung, dann macht es auch wirklich nicht, sondern schaut es einfach bei den YouTubern, Streamern an, weil die bekommen das durch Geld eben wieder rein, was sie eben verdienen mit YouTube und, ja, ihr steckt da vielleicht euer Taschengeld rein und im Endeffekt klappt es dann doch nicht und ihr zieht nichts oder es ist halt einfach dann alles irgendwann weg. Wir gehen jetzt aber rein, wir haben genug geschnackt, wir gehen rein ins TOTS-Event, zuerst nochmal schnell zum Shop, da kann ich glaube ich noch die Gratis-Packs kurz einsammeln, das machen wir natürlich auch nochmal ganz schnell hier, 103 plus, mit etwas Glück, hatte ich glaube ich tatsächlich noch, nee, hatte ich nicht hier drin beim letzten Mal, wir hatten aber ganz viele Trainingsübertragungspunkte und so, obwohl ich tatsächlich seit langer Zeit schon wieder eigentlich gar keinen neuen Spieler irgendwie ins Team gehauen habe, aber da wird sich bald noch was ändern, Leute, da wird es bald auf jeden Fall noch anders werden, genau. 176 Millionen habe ich jetzt auch am Start. Da hat sich auch noch was verändert, ein bisschen, eigentlich nicht wirklich. Aber dazu wird es dann auch nochmal, ich denke mal morgen im Video, auch nochmal ein bisschen mehr geben. Genau. Und sonst gucke ich gerade, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder auch generell in die Kommentare schreiben, wie, was ihr so sagt zum Event. Weil ich finde, es ist so viel, also ich UCL, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich werde das Event ein bisschen, also wahrscheinlich schon, ja, so links liegen lassen, also so, vielleicht ab und zu spielen, aber ich bin eigentlich durch mit dem Event, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir mein Lampard abgeholt, ich habe mir, ich bin eigentlich durch, ich habe Halbfinale, glaube ich, auch fast durch, da werden wir morgen nochmal was raushauen, mal was anschauen. Ich habe noch ein paar Pünktchen, die werde ich vielleicht noch raushauen in einem Livestream. Ein paar Spielerumtausch kann ich, glaube ich, auch noch machen. Aber sonst bin ich eigentlich wirklich durch mit dem Event, muss ich ehrlich sagen. 106 plus, ich weiß, ich könnte hier noch alles spielen und so, aber pff, wofür? Ganz ehrlich, ich habe beide Spieler schon abgeholt. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt es mir in die Kommentare, aber irgendwie UCL, ne, da bin ich eher beim TOTS drin, ich sag's euch. Da bin ich eher beim TOTS drin. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir noch Helden haben. Also TOTS Journey, Helden Journey ist ja auch noch mit dabei, nicht TOTS Journey. Also wirklich absolut heftig, ne, muss man sagen, absolut heftig. Das ist krass. Das ist echt krass. Thema Markt, da habe ich, glaube ich, gerade nichts Neues, aber da habe ich nämlich auch schon ein bisschen was verkauft. Was ich jetzt noch so da hatte, aber vieles werde ich auch noch behalten für weitere Umtauschpacks oder so. Oder zum Beispiel den Kamavinga, den werde ich auf jeden Fall noch behalten, weil der könnte nochmal wirklich krass werden, wenn Real eben weiterkommt. Und ja, das heißt, wir gehen einfach nochmal rein ins TOTS Event, da habe ich heute schon ein bisschen gespielt. Also, ja, ein bisschen. Ich habe hier schon bei EPL ein bisschen reingehauen. Ich weiß, ein paar Skillies fehlen da schon. Ich sehe schon was abgeschlossen. Dazu morgen mehr. Und ich könnte ja auch hier schon ein bisschen mehr machen und so. Das werden wir dann auch alles so die Tage noch machen können. Leider muss man immer hier warten, ehe es aktualisiert ist und so. Aber dauert nicht allzu lang. Und dann könnte man hier auch wieder nach 6 Tagen eben wieder neue Spieler ziehen. Ja, sehr schön. Und wir gehen mal wieder rüber zur Community. Da habe ich nämlich auch schon gespielt. Da bin ich komplett schon durch. Da werden wir dann auch die Packs wirklich im Livestream öffnen. Das kann ich euch sagen. Und hier kann man ja auch wirklich auch die FIFA-Points ziehen. Einfach FIFA-Points ziehen. Oder Gems. Das ist wirklich geisteskrank krass. Muss man einfach sagen.
muss man einfach dazu sagen, dass man hier FIFA-Points bekommen kann. Free-to-play als Free-to-play-Spieler, einfach FIFA-Points. Let's go. Okay, zum Thema TOTS-Icons. Habe ich heute noch nicht gespielt. Aber hier nochmal, weil das auch viele nicht wussten. Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr an mehr Punkte kommen könnt, ohne weiterhin Geld auszugeben. Und zwar, generell gesagt, ihr wisst Bescheid, ihr bekommt viele Punkte, schnell auch viele Punkte, wenn ihr einfach wirklich jeden Tag spielt. Wenn ihr jeden Tag spielt, dann kommt ihr hier richtig gut und weit. Kann man einfach sagen, ich habe gesagt, insgesamt, wenn ihr jeden Tag spielt, 980 Punkte, Free-to-Play. Free-to-Play, 980 Punkte, wenn ihr jeden Tag spielt. Und jetzt kommt noch dazu, also dann sind natürlich auch die 311er Free-to-Play, habe ich so gesehen, zack, zack, genau, 311er sind Free-to-Play, da werde ich mir wahrscheinlich auch 311er holen, also ich hätte Bock auf einen Cassias, muss ich sagen, ich hätte Bock auf einen Lahm oder auf einen Keen, ganz ehrlich, oder vielleicht auch einen Pauleta, keine Ahnung, aber da würde ich mich wahrscheinlich auch sehen, tatsächlich, 311er, ja, doch, okay, ne, da sehe ich mich schon irgendwie, bei den ganzen TOTS-Spielern hier, vielleicht dann auch U-TOTS oder irgendwie sowas, aber das auf jeden Fall. Und dann kommt aber noch was dazu, und zwar bei vielen neuen Pässen oder auch generell bei vielen Pässen ist nämlich etwas integriert, was viele noch nicht ganz so verstanden haben tatsächlich auch, und was eben auch noch wirklich auch gute Chancen bringt, richtig weit zu kommen. Und da können wir zum Beispiel mal beim Shapeshifter reinschauen. Den haben zum Beispiel viele vergessen, diesen Pass. Aber der ist ganz, ganz wichtig, weil auch die Quests wichtig sind. Weil mit dem Shapeshifter-Pass, Leute, da könnt ihr nämlich was bekommen. Könnt ihr auch was beim anderen Pass möglich, ich weiß. Aber hier, diese Punkte, Leute, Punktpass, Punktpass-Punkte, wie auch immer man die nennen möchte, die sind richtig wichtig. Die sind richtig wichtig. 10 Stück kriegt man hier davon. Zum Beispiel hier, also insgesamt 20 bekommt man hier dafür. Und jetzt könnt ihr, also das holen wir uns auch alles noch ab, was hier ist. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber diese Punkte sind nämlich sehr, sehr wichtig. Die gibt es nämlich auch im Team of the Season EPL TOTS Pass. So, da gibt es nämlich auch hier, kann ich euch kurz zeigen. Und zwar bei ich weiß gar nicht, wie. Hier gibt es auf jeden Fall 10. Und hier gibt es nochmal 10, also 20 Punkte auch dadurch nochmal. Und das heißt, also Free-to-Play, ihr bekommt natürlich mit Pass noch viel mehr, ist ja klar. Und dadurch gibt es auf jeden Fall nochmal ordentlich was zu holen. Und zwar hier beim Umtausch. Beim Umtausch im TOTS ganz hinten. Und da könnt ihr dann wirklich auch eure Punkte, diese Punkt-Pass-Punkte umtauschen. Und könnt wirklich auch durch die ganzen Pässe nochmal ordentlich viele Punkte auch bekommen. Also ich kann jetzt einen Umtausch mal zum Beispiel machen, bekommt man einen Token. Ist jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man mal überlegt, dass man 20 pro Pass bekommt, also jetzt aktuell durch Shapeshifter und durch den EPL-Pass 40, und wenn man pro Tag 20 bekommt, eigentlich durch Spielen, und man dann schon mal 40 mit den Pässen hat, das ist schon eine Menge. Und wenn es immer noch mehr Pässe gibt, es gibt ja jetzt immer noch neue Pässe und so, und dann kommt natürlich noch was dazu. Ich glaube tatsächlich im UCL-Pass, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es auch noch diese Punkte. Kann das sein? Oder sind die... Nee, hier haben sie die nicht mit integriert. Schade. Okay, das wäre natürlich krass gewesen, wenn sie die ja auch mit integriert hätten, aber haben sie leider nicht. Thema UCL-Pass bin ich eigentlich auch ganz gut dabei. Den werde ich auch dann durchkriegen und dann hole ich mir im Endeffekt eben auch hier meinen Cannavaro ab. Ist okay. Den werde ich dann natürlich verkaufen, ist ja klar. Und ja, bin ich eigentlich auch dann hier natürlich zufrieden. So bekommt ihr auf jeden Fall sehr schnell diese Punkte, diese, ich glaube, ja, Prime Icon Token oder so heißen die. Prime Icon Token, TOTS Icon Token, ja, also ja. So bekommt man die auf jeden Fall wirklich sehr schnell. Dazu kommen natürlich noch Community Punkte. Kriegt ihr schnell, indem ihr einfach spielt, ne? Durch Kaufen und so, na klar, gibt's da auch ein bisschen was zu holen, ist ja klar. Aber das ist alles ziemlich, ziemlich teuer. Das Einfachste, was es hier wirklich gibt, indem ihr das Ganze hier einfach spielt. Spielen, EPLs genauso, spielen für die Punkte. Tatsächlich gibt's ja auch irgendwie hier so eine Art Maximum, weil man kann das Ganze immer nur einmal holen. Und wenn man mal schaut, tatsächlich... hier das Ganze kostet 50, hier 100 heißt 150, 300, 600, 1000. 1000 Punkte.
1000 Punkte kosten diese ganzen Dinge hier zusammen. Wenn man jetzt schon 211, habe ich jetzt schon so, und habe schon 50 Punkte ausgegeben. 250, naja gut, doch, es klappt. Es haut hin. Ich habe jetzt nur immer so die Befürchtung kurz gehabt, so, yo, muss nicht, dass ich dann hier noch Punkte übrig habe und noch warten muss, bis ich alles habe. Aber nee, wahrscheinlich habe ich dann, reicht jetzt dann wirklich auch, und man kann dann alles bekommen hier. Und man muss dann nicht so lange warten, bis es dann neue Angebote gibt. Aber geile Sache, jeden Tag spielen, immer die Werbung schauen. Dazu kommt natürlich auch noch, ganz wichtig, das ist auch noch so mit, was dazu kommt, zweimal die Werbung schauen. Zweimal am Tag Werbung schauen, bringt auf jeden Fall ordentlich was, Leute. Also macht das, das bringt nochmal ganz gut was, habt ihr ja gesehen. Und das heißt, wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder, Leute. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei, bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.